Sieht aus, als hätten die da vom Füller die Tinte drüber gekippt. Nee, das esse ich nicht, Mann. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ganz geschmeidig von mir zu Hause werden wir heute beim Lieferservice bestellen. Und nicht nur irgendwas, sondern wir werden einfach mal bei drei verschiedenen Services werden wir das teuerste bestellen. Unter anderem habe ich schon gesehen, ein T-Bone Steak für 55 Euro. Bin ich echt skeptisch, ob das noch schmeckt, wenn es ankommt. Wir rufen da jetzt direkt an und viel Spaß beim Video. Wir haben ein Problem, Leute. Ich habe den heftiges Angebot gemacht. Die haben 90 Euro Mindestbestellwert. Alter Schwede. Also wir bestellen schon mal T-Bone Steak. Ich würde mal sagen, noch ein schönes halbes Hähnchen, Ahmed. Was sagst du dazu? So ein kleiner City-Grill-Vergleich, Sonnenallee. Und dann gucken wir, was da noch kommt. Lasst euch überraschen, aber nur das als Info, das sind doch nicht normal. Das teuerste ist T-Bone Steak und ich bestelle jetzt einfach noch dazu, dass wir es voll kriegen. Noch ein Getränk für einen guten Ahmed, wie wär's mit einer Cola Zero? 91 Euro, so eine Scheiße. Oh. Plus 6 Euro Lieferkosten. Ja, jetzt hätte er auf ein Angebot hören sollen, die wären besser gefahren, aber das mit Lieferando hier, die Scheiße. Hier hast du auch eine SMS bekommen, Lieferando bei Michaels wird in circa 60 Minuten geliefert. Oh, doch 60, okay, aber gut, dann alles andere kommt vielleicht vor, dann müssen wir Jalla machen, ne? Genau. Schmalzgenau Garmisch, schönen guten Tag. Ja, hallo mein Lieber, grüß dich. Ich wollte eine Bestellung aufgeben zum Liefern. Das finde ich toll. Ja, mega, ne? Ich küsse noch dein Herz. Was ist das teuerste bei euch? Oh, das weiß ich nicht so im Kopf. Halbe Ente und Rotkohl ist, glaube ich, das teuerste, wenn ich richtig geguckt habe. Ich habe Frauenbesuch, weißt du, muss ein bisschen dicke Hose machen. Wenn du meinst, das bringt was. Ja, versuch. Also einmal die halbe Ente nur. Ja, genau. Noch ein zweites Essen? Nö, wir teilen. Gut. Sag mal die Adresse. Was denkst du, wie lange braucht das? Dreiviertel Stunde. Ja, ich danke dir dann für das nette Gespräch und freue mich aufs Essen. Start! Sie haben eine Bestellung aufgegeben, dabei ist ein T-Bone Steak. Ja. Ich muss Sie leider enttäuschen. T-Bone Steak kann ich Ihnen heute nicht anbieten. Voll Chaos gerade. Der hat mich eben angerufen, die haben kein T-Bone Steak mehr da bei dem einen. Und das ist mir das Wichtigste an diesem ganzen Video. Dann wollte er mich überreden, was anderes zu nehmen. Aber ich konnte ihn überreden, er läuft jetzt extra zum Schlachter und holt ein T-Bone Steak für uns. Das, was in der Karte ist. Ja, und dann gibt es jetzt ganz normal T-Bone Steak. Und wir holen jetzt natürlich auch noch einen dritten Lieferservice an. Also wir haben jetzt einfach mal eine Bowl gefunden. Die haben wir bestellt mit Blattkorn drin. Alles für 51 Euro, Mann. Man muss dazu sagen, ne, wir lassen Sushi komplett raus, weil Sushi fühle ich nicht so unbedingt. Mysteriöse Sachen, Leute. Auf einmal kriege ich eine Audionachricht. Tut mir leid, ich muss deine Bestellung heute absagen. Der Lieferant kommt erst heute Abend, also es wird erst morgen was. Scheiß auf sein T-Bone Steak, Mann. Oh, das kann doch nicht sein. Wir bestellen es beim Affenfelsen, das ist ja auch so eine Kette, das wusste ich gar nicht. Hauptsächlich für Burger, die haben aber auch zum Beispiel einen Grillteller. Mit Rumsteak, Schweinesteak, Putensteak und Bratkartoffeln. Und ich finde das eigentlich eine coole Sache, mal da zu gucken. Schmeckt das geil? Können die vielleicht auch sogar mit so einem Grill von Urfa oder sonst wo mithalten? Irgend so einen türkischen Grill. Bestelle ich, nehmen wir das als Ersatz. Also da das ja ein Affenfelsen für Burger bekannt ist, ist die Burger-Lieferkette, werde ich, um den Mindestbestell für 35 Euro vollzukriegen, auch noch einen Burger bestellen. Finde ich auch sehr interessant, einfach ob der jetzt mundet. Ich habe aber nicht so Gutes von denen gehört. Aber naja, wir gucken gleich mal. Premium Cheeseburger, ja. Rein da. Nur einmal. Okay. Ich brauche noch Portemonnaie. Moin, mein lieber, grüß dich. Ich muss mein Portemonnaie eben holen. Oh, sorry. So, mein lieber, hier haben wir den hier, ne? 19,50. 19,50? Was günstiger als ich dachte. Perfekt, alles klar. Hier. Also, Schweinsfleisch ist gekommen gerade. Ewig trotzdem gedauert. Ich weiß nicht, wenn ich auf die Uhr gucke, über eine Stunde nach. Das Ding ist, wir haben so viel Stoppuhren, weil wir so viel bestellt haben. Ich weiß nicht mehr genau. Aber wir gucken uns mal die gute Ente an jetzt. Es riecht köstlich. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass die Haut voll so matschig ist, wisst ihr, und überhaupt nicht kross. Aber. Ja, Befürchtung ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt. Muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen, wenn man was bestellt und dann Kondenswasser und Lieferung. Ist natürlich nicht frisch auf dem Teller, aber am Ende des Tages schaue ich, ob es schmeckt. Das ist die ganz einfache Richtlinie. Das Letzte, was ich will, ist euch jetzt zu sagen, schmeckt scheiße. Ich kenne das von meinen Videos. Dann gucke ich in die Kamera und sage, schmeckt scheiße. Also der ein oder andere Biss schmeckt scheiße,
Aber der ein oder andere Biss geht auch wieder in Ordnung. Dann ist wieder ein Teil echt trocken. Dann geht wieder ein Teil. Sagen wir es mal so, zwischendrin hast du einen schönen Biss noch mit ein bisschen Fett mit bei. Das ist dann auch einigermaßen saftig. Und dann kommt ein Biss, wo du wirklich nur das Fleisch hast. Und das Fleisch an sich ist einfach ziemlich trocken. Wo ich beim Hensler Lieferservice bestellt habe, das war echt ein ganz kranker Lieferservice. Da war alles on point gefühlt, als wäre es frisch auf den Tisch gestellt. Das habe ich so ein bisschen die Illusion von Lieferservice muss immer nach Lieferservice schmecken und kacke und nicht mehr frisch und so. Diese Illusion habe ich ein bisschen abgeworfen, weil es geht heftig. Deshalb kriegt das von mir. Warten wir in den Rotkohl noch. Rotkohl geht gerade noch an der Grenze zu süß. Schon ziemlich süß. Knödel sind lecker. Ich denke mal, mit einem Rotkohl hier in Verbindung kann man das machen. Das teuerste Gericht von Schweinswehr kriegt 5 von 10 Punkten von mir. Ist tragbar, aber wie gesagt, da geht noch einiges mehr. Was hoffst du dir von der Bowl? Ich glaube, die schmeckt scheiße. Ehrlich, auch so die, ich stelle mir das Rind, was jetzt dazu kommt, das werden ja irgendwelche Rinderstreifen sein, denke ich mal. Und generell, komischerweise mag Zufall sein, auch wenn ich so irgendwie mir mein Sandwich mit Steak drauf bestellt habe, das ist ja auch immer durchgeschnitten, irgendwie habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Und auch so mit Steak in irgendeiner Bowl oder Salat oder so drin, Zeh des Todes, habe ich so jetzt im Kopf. Mal gucken, ob das jetzt stimmt, aber natürlich kann es geil sein. Das Ding war teuer, man erwartet natürlich viel jetzt erstmal. Moin, mein Lieber, grüß dich, hi. Ja? Alles gut, oder was? Ja, und dir? Ja, hast lange gebraucht, so wenig Verkehr, ne? Ja, das weiß ich noch nicht. Also wenn ihr eine Frau einladet auf dicke Hose macht, wisst ihr, wo ihr bestellt? Ich glaube, jede Frau würde denken, du bist Ich fühle den Gedanken vielleicht, dass sie gesagt haben, die holen jetzt für 55 Euro, sollen satt werden. Aber wenn man für 55 Euro was bestellt, das nimmt irgendwie den Edelfaktor, dass es so gequetscht war. Aber so jetzt allgemein von der Anrichtung, geht das durch. Guckt euch mal das Steak nochmal an. Schön mit grobem Salz auch drauf. Und man sieht auch noch Medium. Die Frage ist, wie warm ist es jetzt halt auch noch, ne? Wir testen das mal direkt. Komplett für den Arsch. So. Und das Salz ist auch scheiße. Das ist so richtig hart. Das ist nicht so wie für das Hell, was wie eine Schneeflocke auf der Zunge zergeht, sondern beißt richtig drauf und hätte ich das Problem mit dem Zahn, der mein Zahn abgebrochen. Das sieht auch echt geil aus. Probier mal mit dem Schlüssel. Pass auf deine Zähne auf, ehrlich, nicht so vorne mit den Schneidezähnen. Es schmeckt so, wie es aussieht. Ihr seht ja auch schon diesen dunklen Rand hier. Die haben lange gebraucht, war noch Verkehr und ist auch ein bisschen weiter weg. Holt man den Lieferservice in die Pflicht und dass man sagt, liefert doch einfach nicht, wenn das so weit weg ist. Von der Zeit her, viele überlegen ja auch nicht. Die bestellen irgendwo, denken nicht richtig drüber nach und wollen aber trotzdem, dass sie was Geiles bekommen. Und gucken gar nicht so auf die Entfernung. Kann ich richtig beißen. Tut mir leid. Gold hin oder her, kann man nicht essen. Da muss ich eine 1 geben. 1 von 10. Frischkäse übrigens. Das finde ich auch uncool. Mag ja schmecken zu irgendwas, aber wenigstens selbstgemachte Soße und nicht einfach hier eine Sriracha-Soße auf, rüber. Süßkartoffeln, komische Konsistenz. Also ist es durch, aber als hätten die in den Topf geworfen oder so und oben hätten auch so eine Ecke rausgeguckt, wisst ihr? Und dann ist sie in ein oder anderen Stelle doch nicht perfekt vom Biss her. Das ist Katastrophe, Leute. Hier fehlt komplett Salz. Probier das mal, Achmed. Das ist komplett nüchtern Salz vergessen. Ich hab nur ein bisschen Geschmack wegen dieser Sriracha-Soße. Mhm. 55 Euro, also hier hätte ich, wäre es jetzt nicht für ein Video, glaube ich, angerufen und hätte gesagt, Leute, nehmt das wieder mit. Wieder Mama haben wir hier auch mal. Also die frische Komponenten, die gehen wirklich klar. Hast eben noch Sesam gehabt. Sesam finde ich Match manchmal sehr geil mit bestimmten anderen Kombinationen. Hat gerade schon dieses nussige Flavor gegeben. Oh. Schwarze Reis. Sieht aus, als hätten die da vom Füller die Tinte drüber gekippt. Einfach mal. Ehrlich jetzt. Nee, das esse ich nicht. Nein? Guck mal, es gibt schwarzen Reis. Es gibt ja auch Wildreis. Ja. Beispielsweise. Hier bin ich geschockt. Richtig enttäuscht und geschockt. Also das hier, hätte ich das jetzt rausgeholt, ich hätte es privat nicht gegessen. Für euch mache ich das. Schmeckt, als hätten die ein Sushi genommen, was gestern nicht verkauft wurde, aufgerissen, Tinte rüber gemacht und hier reingetan. Ehrlich, das schmeckt so wie diese Sushi-Klebereis. Geschmacklich, tragbar, aber völlig unappetitlich und löst bei mir nichts Gutes aus in Gedanken. Das Einzige, was an diesem Kram klar geht, ist hier irgendwo der Salat. Den kann man machen. Und halt der Frischkäse geht auch so, aber... Wow!
Nee, die Süßkartoffeln, das kannst du auch nicht wirklich. Also gerade auch wegen dem Reis und so. Man kann jetzt nicht den Salat gut reden, irgendeine Fälle, das ist eine Eins. Ich habe wirklich Hunger, kannst vergessen. Also das ist komplett Ausfall. Für 55 Euro, ja. Das geht echt nicht. Jetzt müssen wir auf dem Affenfelsen noch eine Stunde warten. Ich muss jetzt sagen, ich drehe langsam durch. Wir warten 1 Million Jahre, weil wir bei diesen scheiß Affenfelsen, muss ich sagen, bestellt haben. Feste Lieferzeit 16:45. Jetzt kriege ich eine SMS, storniert. Ich bin ganz normaler Besteller. Ich will bestellen. Ich warte. Ich habe Leute eingeladen. Ich habe auch dickes Essen bestellt. Ich will essen. Ich habe Hunger. Ich komme von der Arbeit. Wie auch immer. Und jetzt wird das storniert. Das ist doch echt nicht normal, Mann. Okay, war von Köst. Falscher Alarm. Affenfelsen kommt auch. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ja, ich hab bestellt. Affenfelsen, ne? Ja. Ah, uiuiui. Das dampft ja noch. Das kommt mir frisch rüber. Frische Ware, mein Lieber. Danke, tschüss. So, rüber, Leute. Jetzt geht's aber jalla hier. Ach ja, denkt auch dran, Leute. Zack plus Holizin für den direkten Support. Deutschlands Nummer 1. Freut mich, wenn ihr in der Videobeschreibung auf den Link klickt. Jetzt geht's weiter mit dem Essen. Also optisch in Ordnung, richtig so ein Mikrowellenburger. Also muss man sagen, sehr kross. Ja, also man merkt auch von der Färbung, so ist er ziemlich kross. Von unten hat er aber einen guten, sag ich mal, professionellen Charakter, so von der Optik, sage ich, rein von der Optik. Da ist so ein Imbissburger an. Ich sag das immer gerne noch dazu. Das hier ist wirklich eine offizielle Feststellung. Rein von den Skills, die der Burger hat, ist es einfach ein Imbissburger. Bei den Burgern, die ich inzwischen gegessen habe, das hat nichts mit einem hochwertigen Burger zu tun. Kann ich gleich beim ersten Biss auch sagen, das ist ein Imbissburger. Schrägstich, irgendwie, weiß nicht, Mikrowelle. Kann ich mich nicht daran erinnern, mal gegessen zu haben. Das wird übrigens nur just for fun jetzt, weil das ist natürlich nicht das teuerste gewesen. Ich wollte nur den Burger mal probieren. Affenfelsen gibt es halt inzwischen auch, denke ich, an vielen Standorten. Komische Konsistenz, das kam mir beinahe vor, als wäre im Patty so Sehnen drin gewesen. Weiß nicht, ob es das war oder jetzt was anderes davon. Klang jetzt vielleicht noch schlimmer, als es war, aber mehr als ein 3,2 kann es ja nicht geben. Jetzt geht's ran an die Sachen, worum es im Video eigentlich wirklich auch geht. Nämlich an das teuerste Gericht vom Affenfelsen. Ich bin echt geschockt, was uns bisher hier erwartet, Mann. Das ist heute Katastrophe, Mann. Es ist echt, ich bin schockiert. Guckt euch das an. Also da muss man einfach mehr erwarten, da muss ich einfach sagen, wenn ich das bestelle, das teuerste Gericht bei einem Lieferservice bestelle, da muss doch irgendwie, muss man das doch hinkriegen. Das Einzige, was, wie ich finde, optisch klar geht, sind die Bratkartoffeln. Und die gehen in Ordnung. Geschmacklich gucken wir da gleich auch noch. Bratkartoffeln kann man sich echt geben. Gucken wir mal hier. Hier haben wir Pute, Schwein und normales Steak. Der Mixteller, wir blenden hier den Preis natürlich auch nochmal ein. Ganz unangenehmen Geruch schon. Wirklich, dass ich Angst habe, das zu essen. Und schmeckt auch ganz widerlich. Ganz fatal. Tut mir leid, ich würde das niemals so sagen, jetzt hier irgendwie eine Welle zu machen, aber das geht nicht, Mann. Das kann man machen. Pfeffer oben drauf. Das ist das Schwein hier. Aber ich habe Angst, auch das zu essen jetzt. Da dreht sich mir der Magen um. Das war jetzt irgendwie gerade noch tragbar, aber das kommt mir sogar zart hier vor und ist Medium. Erstaunlicherweise. Das ist auch noch irgendwie tragbar. Ist sogar relativ zart, also bin ich überrascht. Geschmacklich auch in Ordnung. Nee, das geht echt gar nicht. Guck dir das so mal an, Mann. Was ist das? Also Steak kann ich noch 5 von 10 Punkten geben. Aber Resti, damit kannst du das alles nicht mehr rausreißen. Das ist für mich auch trotzdem eine 1,5. Dadurch, dass das Steak noch geht, aber das ist Katastrophe, Mann. Bestell dir das teuerste, Mann. Ich stell mir wirklich, es tut mir leid für jemanden, der sich voll freut und sich so gedacht, heute gönne ich mir was, Mann. Konto full, heute ist der 29. Geld drauf. Ich möchte richtig heute was Geiles essen. Also da bin ich vom Affenfelsen wirklich maßlos enttäuscht. Schockiert. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Vollkatastrophe. Ich habe Gerichte, die ich privat bestelle, preiswert sind, die super sind, die geil sind. Ich habe Lieferservice gehabt, die Gourmet war, wo ich dachte, das kriege ich frisch auf den Teller geknallt. Aber das war heute komplett Ausfall, teilweise eine Frechheit. Einfach Katastrophe, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem Daumen oben wissen. Und mit Kommentaren natürlich auch. Wir sehen uns gerne beim nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Mal.